Hallo, heute der 20. November und das, was ich jetzt heute hier bei diesem Bienenvolk mache, ist eigentlich auch gar nicht wirklich eine Durchsicht, weil die Bienen sind ja schon in der Überwinterung drin. Man kann das auch wirklich sehen, dass die Bienen hier nur noch ganz, ganz kleine Flüge machen. Die gucken halt hin und wieder mal raus und koten ab. Ansonsten haben wir jetzt die Temperaturen erreicht, wo man den Bienen auch sagen kann, so, jetzt gehen wir auch als Imker mit in diese Überwinterung rein. Und auch im Winter mache ich ja kleine Kontrollblicke und Betonung auf wirklich nur Kontrollblicke und keine Volksdurchsichten. Und ich denke, wir Imker müssen uns einfach reinfühlen in die Bienenvölker. Es bringt wirklich nichts, in irgendein Buch zu gucken und zu sagen, ah, okay, wenn jetzt der und der Baum dies und das macht, dann darf ich nicht mehr zu meinen Völkern gehen. Oder wenn dies und das dann anfängt im Frühling, geht's wieder los. Nein, ihr müsst euch da ein bisschen reinfühlen in die Bienen. Die Zeiten ändern sich, aber die Bücher eben nicht. Also wir haben jetzt heute hier immer noch knapp 10 Grad. Und was wir jetzt gucken, wir überprüfen jetzt nochmal, ob sie Brut drin haben. Wir gucken uns gleich die Windel an. Wir gucken, dass sie genügend Futter haben. Und ich meine, dass ich das letzte Mal leider das Absperrgitter noch nicht rausgenommen habe. Dann wird es heute, falls es noch drin ist, wirklich höchste Zeit, auch das Absperrgitter für die Überwinterung rauszunehmen. So, als erstes die Windel. Die war jetzt hier eine relativ lange Zeit drin. Ich habe die auch nach meiner letzten Ameisensäurebehandlung hier dann nicht mehr sauber gemacht. Das heißt, das Ergebnis hier interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Ihr seht, es ist auch verschimmelt, weil da einfach jetzt über die Tage viel Müll runtergefallen ist. Das machen wir jetzt den sauber. Das ziehe ich meistens einfach hier so am Rand weg. Und dann kann das Ding hier wieder rein. Und ab jetzt werden die Windeln dann auch wirklich nochmal gezählt. Das gucke ich mir in der Woche nochmal an, das Ergebnis, um einfach mal reinzufühlen, was jetzt gerade der aktuelle Stand an Milbenbelastung im Volk drin ist. Bei den Temperaturen den Raucher nur minimal benutzen. Da wäre ich vorsichtig mit dem Rauchen. So, zum Öffnen gehe ich jetzt trotzdem mit dem Raucher kurz rein. Aber ihr habt gesehen, das war ja wirklich jetzt nur ein kleiner Schwinger. Und bei noch niedrigeren Temperaturen würde ich da mit dem Smoker überhaupt nicht reingehen. Also das hier sieht ja schon mal gut aus. Hier oben ist alles gut gefüllt, so wie wir uns das wünschen. Jetzt machen wir hier noch die restlichen Wachsbrücken raus. Das ist wichtig, weil wir uns später das Absperrgitter nicht mehr drin haben. Und wir wollen nicht, dass die Bienen das noch schnell irgendwie bei wärmeren Temperaturen noch verbrücken und wir nachher bei der nächsten Winterkontrolle dann da Probleme haben, dass die warm zusammen gewachsen sind. So, und hier ist noch unser Absperrgitter drin. Genau, also das hier bitte ich zu entschuldigen, wenn ihr auch so ein Home Hive habt. Ihr hättet euer Absperrgitter definitiv früher rausnehmen sollen. Das sind nämlich Kältebrücken. So, und jetzt gehen wir hier vorsichtig nochmal in die Kanten rein und holen noch unser Wachs raus. Und hier kann man jetzt auch wirklich sehen, dass die Bienen Volksdurchsichten, wie jetzt im Frühling, im Herbst oder im Sommer, nicht mehr akzeptieren. Das kann man an so ein paar Punkten wirklich gut definieren. Einmal haben wir hier einen komplett zusammengezogenen Bienensitz. Schaut mal. Die Bienen sitzen hier wirklich in einer kompakten Kugelform zusammen. Und ja, ich sag auch, bitte die Viecher nicht stören bei der Überwinterung. Aber Kontrolle ist halt trotzdem wichtig. Wenn ihr so die Bienenvölker seht, dass die so dicht zusammengezogen sind, also bei mir, ich gehe dann in meinen 6 bis 8-wöchigen Rhythmus rein. Und da mache ich dann auch meistens nur die Hinterklappe auf, gucke mir das Bienenvolk von der Querschnittseite an. Und wenn da alles okay ist, mache ich die Hinterklappe wieder zu, mache nochmal kurz einen Deckel auf, schaue wegen dem Futter nochmal rein und mehr mache ich dann nicht. Noch so ein Punkt, an dem man ersehen kann, dass man die Volksdurchsichten dann ruhen lassen sollte, sind Bienenwachsbrücken, die so komplett verbröckeln.
Also ihr könnt es nicht mehr wie bei wärmeren Temperaturen das Bienenwachs irgendwie so zusammendrücken und habt dann da einen Knödel in der Hand, sondern das zerfällt euch in viele kleine Brocken. Und deswegen können wir auch an unserem Bienenwachs, also einfach am Verhalten, wie das Bienenwachs hier ist, können wir das auch erkennen, dass dann irgendwann Schluss ist mit unseren Volksdurchsichten. So, wie ich ja gesagt habe, diese Wachsbrücken hier wegzumachen, ist für später wichtig. So, dass die Bienen das jetzt nicht mehr mögen, ist klar. Ich mache jetzt hier fürs Video einen kleinen Griff, um das einfach nur mal zu zeigen, was ich halt auch bei wärmeren Temperaturen im Winter alles mal mache mit den Bienen. Also wir gehen ganz gezielt hier ins Herz rein. Sowas macht Sinn übrigens auch, wenn man wissen möchte, wann man die Oxalsäure einsetzen kann, weil die geht ja bekanntermaßen nur im brutfreien Zustand. So, wir lüpfen hier ganz vorsichtig, ohne die Bienenmasse zu reißen, lüpfen wir hier Zentralwaben. Und ihr seht, man kann das machen mit Bienen. So, und was können wir jetzt hier sehen? Wir sehen Brut. Und zwar nicht wenig. Wir haben übrigens hier bei uns in Karlsruhe, Grünwettersbach, hier für den Bienenstand auch noch keinen Frost gehabt. Das heißt, es bleibt hier wirklich zu hoffen, dass die Bienen dann endlich mal die Brut einstellen. Wenn man hier auf die Seite schaut und da kein neues Gelege drin sieht, dann hat man gute Karten, dass das die letzte Brut ist, die da schlüpft dann. Ja, also Eier sind hier nicht mehr, das ist die letzte Brut. Kann man schön erkennen, dass hier die geschlossenen Zellen sind. Wenn die schlüpfen, kommt hier am Rand nichts mehr nach. Weißelrichtig sind die Bienen hier auch. Das kann man am Verhalten erkennen. Und weil ich hier jetzt eben noch Brut gesehen habe, kann ich auch als Imker schlussfolgern, dass hier auch noch eine begattete Königin drin ist. Einen weiteren Griff würde ich jetzt hier als komplett unnötig erachten. Ich habe gesehen, was wichtig ist. Zum Beispiel, dass ich jetzt noch nicht mit der Oxalsäure behandeln kann. Als ein Punkt. Ich weiß, dass die jetzt genügend Futter haben für den Winter. Ich weiß, dass das Volk wunderbar gut dicht zusammensitzt, so wie sie sein sollen. Und ich weiß, dass hier mein Honigraum wirklich sackschwer ist und auch wirklich für die Überwinterung dann ausreichend sein wird. Jetzt haben wir hier noch so ein Ding, diese Wachsbrücken. Die mache ich jetzt auch noch mal weg zum allerletzten finalen Male. Weil, wenn ich später die Oxalsäure einsetzen möchte oder einsetzen muss, je nachdem wie die Milben dann nachher aussehen, könnten diese Wachsbrücken hier das Tröpfeln stören. Deswegen machen wir die jetzt hier noch mal weg. Und auch den Schmodder hier an der Seite machen wir noch mal raus. Dass da hier zum Beispiel, dass das nachher richtig sitzt. Kam von der letzten Futterkiste. So, und das war's. Also ich habe jetzt hier, wie gesagt, die Wachsbrücken rausgemacht, weil die hier verbunden waren. Und wenn nachher die Bienen hochkommen und ich dann eine Behandlung machen muss mit der Spritze, dann könnten ja hier diese Wachsbrücken störend sein. Wenn wir jetzt hier nochmal die Randwaben anschauen. Also wir haben jetzt hier eine Randwabe drin, die finde ich nicht so toll. Die gucken uns hier mal schnell an. Auch jetzt hier eigentlich nur fürs Video, weil normalerweise würde ich das hier ignorieren. Also die Wabe hier ist echt nicht so rosig, ne? Aber es ist okay, da haben die Bienen es nicht mehr geschafft zu verdeckeln. Eigentlich sollen die Waben, ich zeige das hier nochmal, die Waben sollen eigentlich alle so aussehen wie diese hier. Schön voll verdeckelt. Wenn jetzt halt mal eine Randwabe offen ist, dann ist das aber auch jetzt nicht unbedingt ein Genickbruch. So, wenn ich irgendwann ein Volk vereinig und hier wieder dicke Honigwaben hätte als Austausch, dann könnte ich jetzt die hier austauschen. So, das Bienenvolk hat jetzt auch die Ruhe wieder verdient. Wir machen die jetzt wieder zu. Ihr seht, wenn ihr Bienen bei den Temperaturen hier einzeln verliert, dann würden die das auch nicht überleben. Deswegen setzen wir die jetzt manuell zurück. Auch die Bienen hier. Lassen wir das Wachs weg. Dann haben wir hier noch zwei Bienen, die sind jetzt runtergeflogen.
dazu. Also die Brut, die ich jetzt gesehen habe, war ja alles die verdeckelte Brut. Und unter Umständen muss ich ja hier, wie gesagt, nochmal eine Oxalsäure machen. Jetzt fürs Erste, für November, kann ich hier nur Pluspunkte austeilen. Richtig schönes Bienenvolk. Ich würde jetzt für dieses Bienenvolk den Rhythmus auf 4 Wochen setzen, weil ich schwer davon ausgehe, dass ob mit oder ohne Frost dieses Bienenvolk in 4 Wochen, also kurz vor Weihnachten, dann auch brutfrei ist. Und falls wir dann eben hier auf der Windel jetzt in den nächsten 14 Tagen noch zu viel Milben sehen, dann könnte man hier nochmal die Oxalsäurebehandlung machen. So, und das, was ich jetzt gemacht habe, hat die Bienen tatsächlich nicht wirklich gestört. Klar, man hat jetzt kurzzeitig die Bienen ein bisschen aufgewühlt. Also die werden jetzt schon ein bisschen brauchen, den Wintersitz wieder so herzurichten, wie er sein soll. Aber das steht halt nicht im Verhältnis zu irgendwelchen Ausfällen, die ihr eventuell habt, wenn ihr diese Kontrollblicke nicht macht. Ich habe das auch in meinem Coaching, wenn ich bei Hobbyimkern bin, ganz, ganz oft erlebt. Die Menschen, die sagen, ich gucke meine Bienen im Winter gar nicht an, die haben meistens irgendwie im Winter dann Probleme. Zum Beispiel, weil die Bienen dann doch nochmal kurz im Herbst eine Königin umweiseln. Das machen die auch wirklich sehr, sehr gerne mit Altköniginnen mal. Dass vielleicht die Brut sich irgendwie mit was infiziert. Ist auch nochmal so ein Ding. Zu viel Varroamilben drin, Kalkbrut etc. etc. Dass die Bienenmasse zu wenig wird und das nicht erkannt wird und dann das Bienenvolk stirbt, einfach nur weil es zu wenig Individuen hat, ist auch so ein Punkt. Wenn man da reinguckt, dann kann man ja noch eine Vereinigung machen. Also wenn ich hier zum Beispiel im Winter bei meinen 4- bis 6-, 8-wöchigen Volkskontrollen hier nur die Klappe aufmache und ich sehe nur noch einen Bienenhaufen, wo einfach alleine nicht mehr überlebensfähig ist, dann bin ich halt schon der Verantwortung, irgendwie zu gucken, dass dieses Bienenvolk dann einem anderen Bienenvolk zugeführt wird, damit die Bienen überleben. Klar, das Volk an sich fehlt dann auf der Liste, aber die Bienenmasse ist eben nicht verheizt, sondern die kam dann einem anderen Volk zugute. Was kann man noch sagen? Nee, ich glaube, eigentlich kann man hier jetzt mehr gar nicht sagen. Ihr habt ja gesehen, wie vorsichtig ich auch die Waben gezogen habe. Also, dass ich da jetzt Bienen tot gemacht habe oder dass die wegen mir jetzt da einen Verlust haben, das ist eben nicht so. Die Bienen können das kompensieren. Ich habe hier jetzt meine Sicherheit und das war's für heute. Wir sehen uns hier in 4 Wochen wieder und dann sind wir auch mal gespannt, wie es dann mit den Varroamilben hier weitergeht. Ja, dann noch einen schönen Tag. Ciao.